Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von The Force. Und wir kriegen Besuch, hast du gesagt? Ja, ich habe da hinten gerade am Ende der letzten Aufnahme habe ich da hinten gerade irgendwas rumklausen sehen. Da läuft noch ein Eingeborener irgendwo, aber da an der rechten Seite irgendwo. Ich könnte versuchen, da läuft ein ganzer Stamm. Ich muss auf jeden Fall erstmal was essen, das ist wichtig. Oh Gott. Alter, ach, das ist ein Hals. Und das sind deine Zähne. Das ist ein bisschen ekelhaft, Tobi. Ja, vor allem, ich sehe nur Gewulst, Alter. Ich sehe nur dieses komische Mutantengewulst. Ja gut, das ist halt so eine Hautkrankheit, die ich habe. Und ich habe gerade so einen riesigen Fuß vor dem Bildschirm gehabt. So, warte, ich muss dringend was essen. Und dann mal gucken, ob wir die vielleicht hierher locken können, unsere Freunde, weil wir brauchen ja immer noch Rüstung. So. Und Regen wäre auch mal schön, damit unsere Schildkröten mal wieder voll werden. Ja, ich bin zu faul, Wasser zu kochen. Auf Reise gehen ohne ist halt scheiße, ne? Das ist nicht so geil. So. Das macht man halt nicht, ne? Ja, geh. Ja, mei. Ja, sei's drum. Ja, Sapperlot. Okay, ich weiß nicht mehr, wo die sind. Ich habe die nur letzte Folge irgendwie am Ende also ganz hinten im Wald gesehen. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Na gut. Weißt du, was ich mache? Oh, Fischi. Brauchen wir Fische momentan? Nö. Achso, okay. Ich schwimme mit den Fischen gerade. Achso, ja, das ist immer nett. Wenn das mal jemand macht. So. Ich sammle Stöcker ein bisschen für die Schädeldinger, damit wir da schon mal ein bisschen, ne, damit wir noch die Schädel aufknüpfen müssen. Da hinten! Da Aha. ist schon wieder Thrombosen, Jonas. Kommt der da auch rein? Nee, ne, der ist zu fett, glaube ich. Und ein Galoppelheinz, wenn ich das richtig sehe. Kann sein, dass die ganze Bande wieder zusammen ist. Oh, ich setze mich mal eben bequemer hin. Ah. Bequemer. Und das Schöne ist, ja, die reißen Bäume für uns um. Das ist echt nett. Oh, das ist aber freundlich von denen. Das finde ich eben auch. Guck mal, da kommt Galoppelheinz. Oh, Tobi! Hey, Tobi! Mann! Mami! Mami! Und da hat er einen Baum umgerissen. Vielleicht... Ah, ja, Muschi, Klaus und Galoppelheinz. Thrombosi ist aber nicht da. Tschüss! Ja, wenn die hier so ein bisschen platt machen... Ich stelle mich hier mal so ein bisschen in die Richtung. Boah, Alter. Klappt noch nicht so hundertprozentig mit den Bäumen. Ich glaube, er hat gerade Muschiklaus angegriffen. Können die eigentlich gegenseitig Aggro auf sich kriegen? Das würde mich mal interessieren. Also die anderen Mobs können das ja, ne? Ja, ja, genau, deswegen frage ich ja. Oh, toll, Muschi. Genau zwischen den Bäumen. Kommst du da nicht durch? Oh doch! Oh doch, oh doch. Ich glaube, die Antwort ist ja. Ich glaube, die Antwort ist ja. Naja. Was ist denn mit euch, Freunde? Hm? Was ist denn da wieder los? Ich hab euch doch lieb. Und jetzt einfach wieder gehen, oder was? Bleib mal gerade da hinten, bitte. Ja, ja, natürlich, gern. Ach, hast du noch Besuch? Das war doof. Ich habe nicht gezielt, bevor ich geworfen habe. Ja. Okay. Was lief aus hier? Hä? Hing grad fest, aber offenbar... Boah, Alter. Alter, der Baum. Boah, Alter, hä? Ist das noch ein... Sind das beide? Was denn? Ein Baby. Oh, ja. Oh, hä? Was hat mich denn da getroffen? Ach, wahrscheinlich ein Die Babys machen übrigens exorbitant viel Damage. Ja. Ey, das ist mein Holz. Hör mal auf jetzt, Digga. Jetzt aber auch mal gut hier. Erst du das jetzt mal bitte? Du Spacken. Moin, Tobi! Oh,
Oh, Entschuldigung. Ich wollte die Akku nicht an ihr abschütteln. Hilfe! Wenn es Bratmaxe gibt, dann sind alle da. Oh, ich glaube, sie hat gerade ein Baby verbrannt. Boah, die hat gerade ein Baby ausgeschissen. Oder fliegen die einfach so rum? Ich weiß es nicht genau. Jetzt stirbt doch endlich. Also. Es werden auch immer mehr Babys, aber warum sind die nicht knusprig? Vorsicht, Tobi! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Vergiss nicht, die haben einfach Aggro auf alles. Hey, jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder, ja. Was haben sie? Da haben sie ihre Periode. Dreimal so. Au! Ja, das ist schon eine heiße Mutti. So, da will auch jemand zustechen. Oh. Mutti ist müde. Was ist. Hör mal. Hallo, hier ist das Jugendamt. So. Das Jugendamt hat schon aufgeräumt. Vergiss nicht, ne? Entsprechend. Der Galopp liegt da hinten auch noch, warte. Ich zeig ihn dir. Ja, warte, warte. Ich wollte nur gucken, dass ja keine Babys rumspringen. Ich habe nicht noch was vor. Das würde ich gerne noch machen. So. Was denn? Hier. Ne? Oh, in diese Hand nach oben. Oh, ist ja wunderschön. So. Oh ja, ich brauche gerade jetzt brauche ich zwei Stücken Rüstung. Das ist sehr gut. So. Ah, sieht wunderschön aus. Gut, ich probiere mal eben was. Ich bin gleich wieder da, Tobi. Ja. Soll ich den Kopf von dem Galopp lauter mitbringen? Wenn du das möchtest. Also, es sind ja, ne, man darf nicht vergessen, es sind ja immerhin unsere Eltern. Stimmt. Da ist einem ja nichts zu teuer. So. Mal gucken, ob das so hinhaut. Es ist so ekelhaft, wenn er den Kopf da schlachtet, ey. So, Kopftrophäe. Dann zeig mal her. Kleine Kopftrophäe. Ich hoffe, das geht. Achso. Naja, leider nicht. Ich hätte die Rüstung mehr reinbauen müssen, glaube ich. Schade, dass man sie oben draufsetzen kann. Warte, soll ich bei dir schon mal eine Kopftrophäe versuchen? Ich weiß nicht, ob es geht wegen dem Bild. Ah, geht. Ja, die Rüstung hätte mehr an die Wand müssen, glaube ich. So, häng mal auf. Ja, da könnte es funktionieren. Bei mir ist der Kopf leider sehr klein. Kannst du den nochmal abmachen, zur Not? Nee, leider nicht. Okay. Ja. Ah, doof. Muschelklaus hat einen nur ganz kleinen. Naja, was willst du machen? Man kann sich seine Eltern nicht aussuchen, Tobi. Das stimmt, das stimmt. So. Gut. Dann würde ich vielleicht nochmal ganz schnell, wir wollten uns... Warte, nochmal. Ich geh mal gerade das Holz holen. Ja. Okay, super. Da würde ich mal ganz kurz gucken, dass ich nochmal eben ein paar Sticks herkriege. Für die Schädellampen. Beim Zeltplatz. Hä? Beim Zeltplatz war das alles gerade. Echt? War das da hinten? Ja, guck mal, da liegt doch noch die Mutti. Boah, lol, ich habe voll die Orientierung gerade verloren gehabt. Echt, was hier hinten? Ja, die haben uns auch über die Zelte gejagt und so. Ach, krass. Ich dachte, es wäre in der anderen Ecke gewesen. Lol. Nee. Lull. So, hier liegt aber auch noch ein Baum. Also, die haben schon ein bisschen getobt, glaube ich. Dankeschön. Irgendwo fliegt hier doch bestimmt noch ein Baby rum. Ob man die einfangen kann? Nee, ne?
Das wäre so schön. Ich bin ja immer noch für diese Idee mit den Menschenkäfigen. Wo man die vielleicht auch... mit dem Wagen in die Schlucht, Tobi? Nein, nein, ich bin nach oben geflogen. Hä? Ich bin gerade Kilometer weit hochgeflogen. Hä? Aber bist du tot? Nee, ne? Nein. Hä, da ist schon wieder Muschi-Klaus. Und die hat gerade entbunden. Cool. Liebe sie, Erik. Du musst sie lieben, wie deine eigene Frau. Ja, warum ist sie jetzt hinter mir her? Ich habe gar nichts gemacht. Na, jetzt ist aber mal gut hier. Ich will nur in Ruhe bauen. Oh. Die ist aber aufgebracht. So. Aber sie hat doch ihre Radschuhe an. Au. Vielleicht kommt sie gerade aus dem Ballettunterricht oder Yoga oder so. Oh. Nein, nicht da runter. Nein, nein. Aber die kommt doch nicht mehr weg, oder? Auch nicht, da unten wäre schon Wasser. Ja, dann ist ja gut. Knie. Bist aber auch ein Dümmerlimm. Ja, mei. Irmgard, was machst du denn? Das ist jetzt aber ungünstig. Oh, Alter. Wie elegant die gerade weggeflogen ist. Schön. Wie so ein Wrestler, Alter. Noch schön Elbow-Drop gemacht. Alter. Boah, das ist aber ein ganz lausiger Tod. Sieht aber ein bisschen aus wie so ein Kastanienmännchen gerade, ne? So. Ein Träumchen. Ja, nett, dass die vorbeigeschaut hat. Das war unerwartet, aber erfreulich. Sind das mehr, seitdem wir die Fallen aufgebaut haben? Alter. Was da? Wie viele? Moin, Tobi. Boah, Alter, wie mit Elan die hier reinspringen auch. Ja, das ist eine ganze Bande. Moin. Boah. Vorsicht, nicht die Büsche kaputt machen. Ja. Wir wollen auch die Natur erhalten. Dafür sind wir doch hier. Also, sind alle, dass wir jetzt mittlerweile hier so einfach hochkommen? Ja, wir müssen vielleicht mal ein bisschen abgrenzen hier. Das Gute ist, ne, Schädellampen. War eigentlich noch einer? Ist der... Der ist ins Wasser gesprungen. Ach, Alter. Voll der Fröbel. Also Diplome kriegen die nicht mehr. Vielleicht sollen wir hier einfach eine Abendschule eröffnen. Ein Feuergraben wäre halt geil. Wenn's sowas gäbe. Boah, einfach so Teer reinfüllen und dann anzünden, wenn die kommen. Boah. Uff. So. Gut, sonst ist hier aber... Jetzt ist aber wieder relativ ruhig hier. So. Nein! Nicht schon wieder. Ah, ich habe schon wieder eine Falle ausgelöst. Vielleicht willst du denen einfach nur zeigen, wie es geht. Vielleicht bin ich auch einfach nur bescheuert. Da, Erik, das ist natürlich nie ausgeschlossen. Mann. So, ich wollte das jetzt nur nicht so hart sagen. Ja, man muss auch mit seinen Fehlern leben können. So. Gut. Das haben wir dann. Also ein paar Fallen können wir da noch aufstellen, aber vorher würde ich auf jeden Fall noch eine kleine Tour machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe übrigens jetzt endlich mal erfahren, wie das mit dem Höhlenabschließen ist. Das geht nämlich nur, wenn man die Karte hat. Hm? Na toll. Ja. Das Gute ist aber, ich weiß, wo es die Karte gibt. Das vielmehr, ich weiß nicht, hatten wir das schon in der Aufnahme festgestellt? War das noch eine Aufnahme, wo mir das wieder eingefallen ist? Oder war das nur kurz nach der Aufnahme? Nach der Aufnahme war das. Oh, okay, ja. Weil ich im Stream ja genau an dem Ort war. Zufälligerweise aber auch nur. Und hier in der Aufnahme aber gar nicht.
Und da würde ich. Ist aber schon an Land, ne? Genau. Das ist an Land und da würde ich dann gern, vielleicht, ja, in der nächsten Folge würde ich ja gerne mit dir hinlatschen, wenn das okay ist. Ja, gerne. Oh, hier liegen noch Baumstämme. Wie macht man denn die Falle wieder an? Einfach ein Stöckchen rein und dann noch länger E drücken. Da kommt so ein Reset-Zeichen, so ein Recycling-Zeichen, genau. Ich brauche mal ein paar Sticks hier. Bist du. Nein, ich frage nur, falls du das nächste Mal wieder falsch machst, dass ich das auch richtig mache. Okay. Das ist natürlich super lieb von dir. Man ist die Gewohnheit, da so vorbeizusprinten. Ja, ne, bei mir auch. Nur die Eingeborenen nicht. Dummheit. Bei dir ist es Dummheit. Ach so, ja, okay, klar, schon. Doof. Arschloch. Gut, klar. So. Ich latsche mal hier ein bisschen durch die Welt auf der Suche nach Sticks. Na, die Suche habe ich auch. Mess? So. Wir könnten aber auch mal schlafen und speichern, ne? Also gerade speichern werde ich, glaube ich, mal schnell machen, weil falls man PC wieder abschmiert. Das ist doch dann langweilig, Tobi. Wo bleibt denn die Herausforderung? Ja, so ein Survival-Game. Hau rein. So. Ich brauche Wasser und ich möchte aber nicht kochen. Ja, so geht's mir auch, aber es regnet aber nicht mehr. Toll. Oh, da fällt mir was ein. Danke, Merkel. Ah ja, hier ist natürlich auch nichts bei den anderen zwei Schalen. Wir haben schon ganz viele Schildkröten motiviert. Ja gut, die wollten aber auch sterben. Ja, gut, klar, das ist natürlich richtig. Wenn man so langsam durchs Leben schleicht, welchen Zweck hat's denn noch? So. Was ist denn? So. Okay, ich glaube, die Stickies habe ich soweit alle. Stöcke 11 von 17. Wo fehlen denn noch welche? 11 von 17? Wo fehlen denn hier noch 17 Stöcke? Ich glaube, die Dinger haben wir doch soweit alle. Hier bin ich ein bisschen vorsichtiger. Laufen Rehe eigentlich auch in die Falle? Nee, ne? Das wäre natürlich obercool, aber ich glaube nicht. Wachst du am nächsten Morgen auf, überall hängen Rehe. Ein bisschen wie Weihnachten. 17 Stück, 16 Stücke? Okay, also hier brauchen wir nur noch Schädel. 10, das geht ja. So, schlafen, so sagst du? Ja, warte, ich trage noch die Hölzer von hier hinten nach vorne und dann können wir schlafen gehen. Ja, okay. Ich höre wieder Viecher. Ach, hier oben, ach, das war das. Aber das sind so viele Stücke. Okay, wenn du noch 2 Stöcke hast, ist dein Rüstungsständer da auch fertig? Ich habe gerade keine. Nee, ich habe leider gar keine. Okay, ja, egal. Alles halb so wild. Gut, ich warte drin. Jo, ich auch. Ein Hasenfell fehlt noch. Ich glaube, das kann ich schon mal ergänzen. Dann haben wir das schon mal unten links weg. Ich glaube, ich müsste hier noch irgendwo... Lurch. Hasenfell. Ich habe Durst. Sag mal. So. Flunk. Okay. Habe ich auch. Aber ich trinke erst am nächsten Morgen, sonst lohnt sich das nicht. Ach, da bist du ja. Gut. Hallo. Kurz schlafen? Schlafen Sie. Schlafen. Ich bin gestern beim Euro Truck Simulator im Stream durch Russland gefahren. Und wie war's? War geil. Die haben die KI richtig realistisch gemacht. Die fahren einfach alle. Wie die? Auch wenn die keine Vorfahrt haben. Okay, das finde ich aber irgendwie cool. Das ist sehr realistisch. Ja, im Grunde genommen tatsächlich ja. Also, da kann man sich nicht beschweren. Und Rassistisch ist auch nicht, weil es ist nur mal wahr. Natürlich. Das ist genauso, als wenn es in Venedig streng riechen würde in dieser Simulation. Was denn? Also, ich war noch nie in Venedig, aber ich habe auch schon aufgehört, dass es da stinkt wie Hölle. Richtig. Das ist nicht schön, Tobi. Das ist nicht schön. Ey, ist aber auch eine italienische Stadt, ne? Ja, kein Wunder. So. Gut. Ja, ich koche mir jetzt Wasser. Jetzt reicht's. Ja, hatte ich auch gerade vor. Ich lasse hier den Vortritt. So. Ich setze dann auch gleich welches auf. Das ist super lieb. Ich gucke hier gerade nur mal ganz kurz, ob da oben. Ich dachte gerade, da ist was rumgeschlichen, aber ich glaube, das war nur ein Zweig. Ja, dann noch ein paar weitere schöne Fallen. Da kann man schon was machen.
Beat Saber. Ja, die Pan spielt Beat Saber. Wundert mich ja immens. So. Immer, wenn wir Forest aufnehmen. Nein, nein. Immer, Tobi. Nicht nur, wenn wir Forest aufnehmen. Einfach immer. Oh, okay. Okay. So. Ah, ich find's gut. Das macht dir offenbar sehr viel Spaß. Auch abseits von den Folgen, die sie raushaut, spielt sie halt immer Beat Saber. Finde ich gut. Ja, ja, ja. Wir, also der Tobi und ich, versuchen ja auch schon seit langem mal was, was uns endlich mal Spaß macht. Oh, ja, aber weißt du, wenn... Hm? Was? Ich wollte nur sagen, Stax hat ein neues Update oder kriegt ein neues Update mit weiteren Inseln, die man erreichen kann. Und da gibt es zum Beispiel sowas wie eine Mineninsel. Da, und da geht es wohl irgendwie ganz tief rein in so eine riesige, riesige Mine. Oh, geil. Ja, also ich bin gespannt. Ja, ja, ja. Bei Echo geht's ja auch weiter voran, ne? Also bei Echo, ja, ja, stimmt, da gibt's ja neue Gefährten, Gefährte. So. Die Gefährten. Echo, Gefährten-Update. Ich hab dir übrigens Wasser hier hingestellt, ne? Oh, das ist lieb. Ich komme sofort, ich guck gerade wegen Zaun für hier oben. Hier oben reicht ein Stockzaun, da brauchen wir keinen Knochenzaun, oder? Ja, nee, da brauchen wir also reicht. Oh, okay, oh, das sieht gut aus. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Ah, oh, oh gut, das sieht fast gut aus. Ja, okay. Ja. Eigentlich. Oh, ich hab so viel Durst, dass ich schon Schmerzen kriege. Machen wir hier auch weg. So. Mach ich mal so. Come and drink water. I come, my friend. I come, my friend. Wo ist die Water? It's Taiwanese piss water. Oh, I only drink the water from the Ganges. Oh. Oh, top. Ich hab ihn. Alles gut. Okay, cool. Cool. Nice. Super Ganges-Style. Ja. Wap. Aber man kann dieses Ding halt nur an diesen Dings auffüllen, ne? Hm? Dieses Ding an diesem Dings? Den Wasserschlauch kann man nur auffüllen an diesen Schildkrötendingern. Oder? Ja, genau. Obwohl, am Topf... Töpfe Wasser kochen und am Topf weiß ich gar nicht. Müsstest du mal probieren. Dann musst du mal den Schlauch in die Hand nehmen. Entschuldigung. Oder in den Topf stecken, oder? Ja, und dann gucken, ob da Platz ist. Also, ich probier's mal. Und dann kräftig einatmen. Nase zuhalten, kräftig einatmen, ist der Schlauch voller Wasser. So. Das mit den Stöcken war vielleicht doch... Obwohl, Stöcke sammeln geht schneller als Knochen auf jeden Fall. So, moin, alter Lurch. Wie man bei denen halt gar nicht mehr guckt, bei den Lurchen. So, ach, hier sind ja auch immer Stöcke, stimmt ja. Und Tuch, was für... Und Schädel gibt's ja hier auch. Ja. Ja. Yeast. Ach, die Zeiten. Gute Zeiten, Tobi, gute Zeiten. Obwohl ich mich schon ein bisschen auf Seven Days to Die freue. Ja, Mann. Oh, doch, du kannst... voll krass. Du kannst den Wasserschlauch am Topf auffüllen. Ja. Und der Wasserschlauch hat 100%. Ja, ist auch gut. Aber da kannst du doch viermal von trinken und von einem Topf nur einmal. Dann sollte man vielleicht am liebsten, am besten immer den Wasserschlauch auffüllen. Ich glaube auch. Lul. Moin. Lul. Omega Lul. So. Du suchst Stöcke, ne? Dann geh ich auch mal suchen. Ja, ja, hab die Tasche wieder voll mit Stöcken. Richtig ertragreiche Ernte, Erik. Richtig ertragreich. Wem sagst du das? Ich überlege, ob man hier vielleicht einfach so eine... Oh, Vorsicht, Tobi! Vorsicht, Tobi! Vorsicht! Vorsicht! Also, mal 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tja, bin ich wohl gefickt, wa? Sehe ich diversifiziert. Komm ich von hier unten da dran? Nee, ne? Ja. Scheiße, das ist echt nicht gut, ne? Es geht schon noch, wenn man will. Kann man hier schon Stöcke dran bauen? Nee, ne? Doch, das geht schon. 170 Stöcke, Erik. Ja, was denn bitte schön? Wir machen doch hier keinen Billo-Scheiß. Erik.
Ja. Kann man irgendwas bauen, damit man mehr Stöcke mitnehmen kann? Du meinst ein mehrstöckiges Gebäude? Oh, wir kriegen Besuch. Nee. Moin da unten! Irgendwas schlägt auf unser Haus. Uncool. Nicht cool, Freunde. Ach so, der haut ab. Und einer hängt da drüben am Baum. Kann man ja nicht abschießen vom Baum? Zwei hängen da drüben am Baum. Wir waren hier mal mehr Bäume. Kann ich eigentlich... Ah, jetzt ist das. Ah, Mist. Ja, gut, ja, wenn die da jetzt rumhängen. Gut. Du, 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 du. Die hängen jetzt die ganze Zeit vom Haus rum. Auf dem Haus? Nee, vor dem Haus. Also wir könnten da theoretisch auch super Fallen aufstellen, ne? Ja, jetzt zwisch mal nicht so rum. Wieso hab ich Gesundheit verloren? Wobei? So, anders hinsetzen. Ah. Gut, ich hatte tatsächlich vor, eine Verbindung zu schaffen von dem Ding da hinten. Von der Klippe da hinten, ne? Dass man hier oben drüber und direkt dahin kann, als Abkürzung. Och, ja. Alter, jetzt ist der da unten wieder am... Weißt du was? Weißt du was? So Leute wie du, ne? Leute wie du! Oh. Hä? Aber mich trifft der, oder was? Der hat mich gerade wirklich getroffen. Ja, der ist weg. Da hinten toben noch zwei rum. Ist die noch hier? Ja, was macht er da? Ich glaube, die haben ein neues Effigy aufgestellt. Oh, dankeschön. Das heißt immer zwei Stücke für mich und noch einen Schädel. So. Das bist du. Guck mal. Survival! Hier, komm, ich sammle mal ganz kurz. Guck mal, wenn du diese Dinger hier aufsammelst, ne, dann gibt es auch noch mal schöne Schädel hier immer. Du meinst diese Totems? Ja, genau, genau. Da gibt es schöne Stöcker, gibt es auch immer und Schädel. Ach, cool. So, hab schon wieder voll. Schädel sind wieder voll bei mir. Eigentlich total sinnlos, weil wir wollten ja eigentlich Eingeborene schlachten und deren Schädel nehmen. Na gut, wir wollten auch in dieser Folge schon in die Höhle gehen, das hat nicht geklappt, ne? Ja, ja, gut, aber das haben wir auf die nächste Folge verschoben. Haben wir das? Ja, eigentlich schon, weil wir wollten ja eigentlich im Grunde genommen das Dach weiterbauen, was wir schon in der letzten Folge gemacht haben. Da war ja eine Überlänge und ich weiß jetzt gar nicht, was wir in dieser Folge gemacht haben eigentlich. Was haben wir eigentlich in dieser Folge gemacht? Wir haben doch irgendwas fertiggestellt. Die Fallen haben wir fertiggestellt? Ne, die waren schon fertig, ne? Ja, ne? Ja, das haben wir fertig gemacht, glaube ich, oder? Aber hat man das nicht letzte Folge noch gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wieso kann ich den hier nicht bauen? Hä? Habe ich keine Sticky... Ach, ich hab die Stickies gar nicht Folge. Ach, weißt du was? Das ist doch scheiße. Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge einfach in die Höhle. Ja, würde ich auch sagen. Machen wir das mal. Genau, die Stickies hier können wir immer noch weitermachen. Ich wollte hier noch so einen, guck mal, hier wollte ich noch so einen Übergang machen. Da drüben zum Festland. Ich weiß nicht, ob das noch zielführend ist oder so, keine Ahnung. Ich würde gerne eine Seilbahn von oben würde ich gerne runter machen. Und am liebsten wäre mir eine Seilbahn da hinten vom Berg hier rüber. Ob wir die jemals hinkriegen, weiß ich nicht. Aber das wäre natürlich noch cooler. Also ob das Seil so lang geht, es soll ja unendlich, also nicht unendlich, aber es soll schon sehr, sehr lang gehen. Wenn das von der Bergspitze hier rüberklappen würde, Alter, das würde ich mega feiern. Boah, das wäre geil, aber da braucht man halt auch, ich weiß nicht, was braucht man? Seile wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich sehr viele Seile, sehr viele Seile. Ja. Ist das da hinten? Ist doch Thrombosen, Jonas. Ach, jo. Mensch, alter Kumpel. Da läuft das fette Hähnchen wieder in den Wald. Naja, naja. Gut, ein paar Schädel würde ich gerade noch eben anbringen. Das mache ich eben nochmal schnell.
Dann bin ich hier los, habe ich wieder Platz für neue Schädel in der Tasche. Das ist immer eine gute Idee. Dann mache ich das auch mal gerade. Ich habe nämlich auch wieder welche dabei. Das bist du da hinten. So, vier neue Schädel. Und da drüben. Oh. Ist ich hatte einen dabei. Also das ist ja nicht so viel. Das ist ein Reh, aber ich habe gerade noch ein bisschen Prom-Prom gehört, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Gut, würde ich sagen, ich weiß nicht so recht, was wir diese Folge eigentlich gemacht haben. Kleinigkeiten, habe ich das Gefühl. Immer Kleinigkeiten. Ja gut, wir hatten den Mega-Fight, ne? Ja gut, das stimmt natürlich. Das stimmt, das aber nicht vergessen. Der war schon heftig, war der heftig. Richtig heftig. Geil, richtig geil. Gleich mal mit Dubstep unterlegen, die ersten zwei Sekunden des Videos gleich mal den Hauptteil des Kampfes zeigen, damit Leute wissen, oh, das wird richtig geil, habe ich ihn abschalten. Wir machen nichts davon, Toni. Aber ich schreie da so richtig drüber vorher. Das war, oh mein Gott! Wow. Ja, mache ich aber auch. Ah, so. Geil. Ja, würde ich sagen, nächste Folge, nächste Höhle. Aber dann ja, wirklich. Aber sowas von. Aber richtig, dann geht's richtig los. Aber richtig hart und tief. Aber holla die Waldfee. Ich mache aber vorne noch ein bisschen Wasser. Das ist eine gute Idee. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.